Herzlich willkommen zurück in Danzig zum erst zum Spiel dieser beiden Mannschaften, die ja in der Tabelle vorne liegen. Und zur zweiten Halbzeit bleibt Torres gleich draußen und Jesus Navas jetzt drin. Die Iren haben die Möglichkeiten gehabt. Man muss sie nur noch verwandeln. Auf der Gegenseite die Spanier ebenfalls mit Potenzial. Auch wenn es erst wenige Schüsse gab heute. Das Spiel interessanter als Italien gegen Kroatien. Jesus Navas da durch. Ist das das Tor? Jesus Navas, Pfosten! Der neue Mann. Gleich nach 3 Minuten mit der ersten Möglichkeit, die Spanier in Führung zu bringen. Nächste Möglichkeit für Spanien. Busquets. Langer Ball auf Jesus Navas. Und Shay Given hält das Unentschieden fest. Einwurf nochmal. Die Spanier Iniesta. Wieder Busquets. Xavi. Rechts auf Abeloa. Jetzt müsste er den Ball reinflanken. Immer noch Abeloa auf dem rechten Flügel auf Xavi. Xavi, der hat jetzt den Ball auf Jesus Navas. Der hatte doch eben schon 2 Chancen. Jesus Navas auf Xavi Alonso. 1-0 Spanien. Die Spanier gehen dann doch in Führung, nachdem man in die zweite Hälfte deutlich besser hineinfand. Xabi Alonso mit dem Führungstreffer. Und die Iren haben jetzt noch lange Zeit, um ein Unentschieden zurückzuholen. Man braucht diesen einen wichtigen Punkt, der einem das Weiterkommen größtenteils sichern würde. So muss man gegen Italien dann doch noch bangen. Doyle. Darf nochmal Doyle, kein Abseits. Doyle. Auf O'Shea. Er müsste jetzt einfach mal schießen, der Junge, aber er schießt einfach nicht. Darf. Auf Wellen. Setzt sich da nochmal durch, aber dann der Fehlpass und Xabi Alonso, der Torschütze, da aber wieder die Iren. Keane. Setzt sich da noch nicht ganz durch. Keane jetzt nach außen. Müsste der Ball gespielt werden. Nein, Keane zieht nochmal nach innen. Darf jetzt. Da aus der zweiten Reihe. Doyle setzt sich da gegen Alba nicht durch. Spanien steht hinten jetzt. Mit Mann und Maus drin. Darf. Nächste Möglichkeit für die Iren. McGeady. Wellen. Nochmal. McGeady jetzt auf Duff. Doyle. Keane ist da, Keane ist da, Keane ist am Ball, aber Spanier klären. Erneut, Jesus Navas jetzt mal mit der Möglichkeit für die Spanier. Da ist Iniesta. Iniesta, Busquets. Rechts ist etwas Platz, Busquets läuft selber hin. Was passiert jetzt? Busquets da am rechten Flügel, immer noch im Ballbesitz. Die Iren stehen da. Recht defensiv. Iniesta. Iniesta geklärt. Die Partie nimmt ja nochmal richtig Fahrt auf hier. Und es wird wohl den ersten Wechsel bei den Spaniern geben. Der Torschütze verlässt das Feld. Fabregas kommt und Busquets draußen für Mata. Damit haben die Spanier bereits 3-mal gewechselt. McGeady Ward. Bei den Iren übrigens der Wechsel eben untergegangen. Hand auf dem Feld für Doyle. Mata. Da ist der neue Mann Hand. Hand da über rechts. Hand bringt die Flanke rein. Keane. Setzt sich da dann nicht durch. McGeady nochmal Ward. Seitenwechsel mal. Wellen. Auf Keane. Keane jetzt mit der Möglichkeit. McGeady läuft da an. McGeady setzt sich da durch. Gegen 1, gegen 2, gegen 3. Hand auf einmal und die Iren. Was machen sie denn? Und Casillas. Auf einmal da kam der Schuss. Casillas rennt zum Ball, springt vielmehr dahin. Die Irren
Wieder mit Ballbesitz. Duff. Keane jetzt am Ball. Will den Ball da reinflanken gegen Sergio Ramos. Wellen hat die Möglichkeit. Wellen. Die Spanier schießen den Ball einfach wieder raus. Dann 12 Minuten verbleiben noch den Iren. Und die spielen hier unheimlich gut. Machen viel Druck gegen den Weltmeister. Jesus Navas. Fabregas verliert den Ball. Irland mit der nächsten Möglichkeit. Duff macht da ein bisschen mit Kunstfußball den Pass auf. Dann zurück. Wellen. Keane. Andrews über links ist Platz. Hunt. Die Spanier unheimlich gut in der Abwehr. Die Spanier ja eigentlich leben sie ja von Ballbesitz, aber heute Abend leben sie davon, dass sie eine Mordsabwehr da stehen haben. Marta auf einmal mit der Möglichkeit. Marta. Ecke. Für die Spanier. Wechsel bei Irland. Es geht alles ganz schnell. Wellen geht raus. Darren Gibson kommt rein. Er soll versuchen, diesen Ausgleichstreffer noch zu erzielen. Ansonsten abseits von Fabregas. Nochmal die Möglichkeit für ihren Abstoß geben. McGeady auf die linke Seite. Hand ist da. Ist das die Möglichkeit? Hand bringt den Ball rein. Casillas da. Vor Keane. Gute Aktion des spanischen Keepers in dieser Szene. David Silva. Xavi. Nochmal David Silva. Hier genau stehe. Marta. Letzte Minute des Spiels läuft. Ein bisschen Nachspielzeit gibt es. Eine Minute nur noch. Jesus Navas, ist das die endgültige Entscheidung? Jesus Navas auf Xavi. Der Ball ist weg. Wird der Angriff noch ausgeführt? Nein! Der Angriff wird nicht ausgeführt. Die Spanier gewinnen 1:0. Gegen die Iren, auch wenn man in der zweiten Halbzeit den Iren dann doch etwas unterlegen war. Die Iren haben die nötigen Chancen nicht verwertet. Trotzdem ist man weiterhin auf dem zweiten Platz. Aber die Italiener und Kroaten, die drücken da von hinten unheimlich. Aber im nächsten Spiel gegen Italien, da muss zumindest ein Punkt her. Ein Punkt muss irgendwie her. Und die Spanier stehen im Viertelfinale und das steht fest und damit trifft man auf einen Gegner der Gruppe D und da sehen wir morgen die Vorentscheidung. Die Franzosen mit der besten Ausgangssituation mit einem Sieg im ersten Spiel, die können morgen auch alles klar machen und dann England, Ukraine und Schweden und wir schauen auf die Begegnungen von morgen, während wir die Highlights des Spiels sehen. Die Ukraine zunächst gegen Frankreich in Donetsk um 18 Uhr und dann im Anschluss Schweden gegen England aus Kiew. Die Engländer da hoffentlich mal mit dem ersten Punkt gewinnen. Wir schauen nochmal auf die Tabelle. Jetzt bekommen sie sie nämlich eingeblendet hier. Nach dem Tor von Xabi Alonso sind die Spanier jetzt mit 6 Punkten durch. Das ist geklärt, die Sache. Die Iren dahinter mit 3 Punkten und auf den letzten beiden Plätzen die Kroaten und die Italiener. Beide können mit einem Sieg, insbesondere die Italiener haben noch die Möglichkeit, sich im direkten Spiel um den zweiten Platz gegen Irland nächstes Mal in 4 Tagen den zweiten Platz zu sichern. Aber zunächst sind die Spanier sicher durch und der Rest, den entscheiden wir nächste Woche, nächst in 4 Tagen in der Schlusskonferenz in den letzten beiden Spielen in der Gruppe C und vermutlich wird man das Spiel gucken, in dem nicht die Spanier sind. Denn die Spanier sicher durch, aber das werden wir gucken, wie das Ganze sich zusammenstellt. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche, aber wir melden uns ja morgen schon wieder um 18 Uhr aus Donetsk. Schalten Sie dann ein, wenn die Ukraine gegen Frankreich spielt. Frankreich
kann sich das Viertelfinale sichern nach einer verkorksten Weltmeisterschaft 2010. Bis dann wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Udo Schneider verabschiedet sich hier aus Danzig. Bis morgen, tschüss.